Um was geht's? Mein liebster Thomas, ich liebe dich über alles. Ich wünsche dir das Allerbeste zu deinem 40. Geburtstag. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und ich hoffe, dass wir den Rest unseres Lebens miteinander verbringen. Thomas, alles Gute zu deinem Geburtstag. Zu deinem 40. Geburtstag, kannst du das auch? Zu deinem 40. Geburtstag. Und bleib so, wie du bist. Wir sind sehr, sehr stolz auf dich. Du hast jetzt in dein Leben viel mitgemacht und ich bin so froh, dass du die Theresa gefunden hast. Und ich glaube, dass du dein Leben mit der Theresa so richtig meistern kannst. Darauf bin ich ganz, ganz stolz. Ich wünsche dem Thomas das Allerbeste und ich freue mich wahnsinnig, dass er bei uns ist in der Familie. Und nur mehr würde ich mich freuen, wenn er mein Schwiegersohn werden würde. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es meiner Tochter auch mit ihm so gut geht. Der Thomas ist ein ganz liebenswerter Mensch. Und ja, das ist ganz klar, dass der 40. Geburtstag, das ist also ein Meilenstein, den wir alle hinter uns gebracht haben. Und der Thomas ist auch gerade dabei, dass er auf den 50er zugeht. Und ja, ich wünsche ihm alles Gute und dass er weiterhin der bleibt, der er ist. Also der lebenswerte Thomas. Mein großer Bruder, mein Held. Schön, dass ich da sein habe können oder da sein darf. Leider sehen wir uns oft zu wenig. Ich wünsche dir alles Gute, Gesundheit. Ja, hallo Thomas. Hallo. Ich würde dir alles Gute zum Geburtstag wünschen. Dass du noch viele Jahre in unserem Leben bleibst. Viel Glück und ja. Gesundheit. Genau. Ja. Danke, dass wir jetzt so viel bei dir Gast sein können. Das ist wirklich eine super Party. Ja. Das Haus ist echt riesig. Ja, genau. Ja, echt riesig. So was soll ich nicht sehen. Also Thomas, ich freue mich, dass du im Kreise unserer Familie jetzt bist. Mit deinen 40 Jahren passt sehr gut dazu und pass gut auf meine Schwester auf, bitte. Das war jetzt nur eine Probe! Das Erste, was ich dir wünsche, lieber Thomas, zu deinem heutigen 40er, ist einmal viele, viele Kinder in deiner Zukunft noch. Und das Zweite, möchte ich sagen, ist, dass du noch viel Baustellen mit mir erleben darfst. Ich glaube, wir haben eh schon ein bisschen ausgemacht, oder ich habe es ausgemacht draußen. Dass wir im Februar wieder in Hallstatt reisen. Wir haben eine schöne Zeit gehabt in Hallstatt, in der Vergangenheit. Und ich glaube, in der Zukunft wird es auch ganz lustig werden. Wir werden mit deinem lieben Freund aus der Steiermark auch wieder eine 3-Seen-Tour machen, hätte ich gesagt. Also, die kennen wir nicht, die Obersee, Untersee, Kunzsee. Und alles Weitere wird sich ergeben, aber ich wünsche dir auf jeden Fall für deinen weiteren Werdegang, für dein Leben, alles, alles Gute und vor allem, auch wenn es ein Floskel ist, alles Gute in der Gesundheit, das ist auch das Wichtigste. In der Familie natürlich auch und dass du mit der Theresa glücklich wirst und dass euer Haus immer so schön ist, wie es jetzt ist oder noch schöner wird. Gratuliere euch alle zwei. Alles Gute noch einmal, dein lieber Schwager. Lieber Thomas, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag, zum 40er. Heute.
bleib so, wie du bist. Auch versuchen besser. Pass auf meine Schwester gut auf. Und hoffentlich bist du mal richtig mein richtiger Schwager. So bist du mal richtig Kind. Das hat mir nicht gefallen. Also lieber Thomas, alles Gute zum Geburtstag wünsche ich mir. Und bleib so wie du bist. Und viele schöne weitere glückliche Jahre. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, dass wir uns doch noch, obwohl ihr da so Ausziehwünsche habt, des Öfteren sehen werden. Und wünsche uns in dem Fall dann eine schöne Nachbarschaft weiterhin, zumindest solange ihr noch da seid und vielleicht auch dann später wieder. Also, lieber Thomas, wirklich, es freut mich so, dass du jetzt schon 40 Jahre alt bist. Es freut mich, dass ich kommen habe dürfen und alles Gute. Perfekt. Okay. Lieber Thomas, ich wünsche dir zu deinem 40. Geburtstag viel Glück mit der Tante Theresa und dass du ein schönes Leben hast und dass dein Haus auch so schön wird wie das da oder noch schöner. Was ich an Thomas wünsche. Ich wünsche so, das, was die vorgegangenen Protagonisten auch schon gesagt haben, alles Gute natürlich, also den 40er. Freut mich, dass du so toll geschafft hast bis jetzt. Ich darf dir zur Theresa beglückwünschen. Ich selber habe das Glück gehabt, dich kennenzulernen und kann verstehen, warum du so intensiv verschossen bist. Ne? Für den weiteren Lebensweg, naja, wer dich kennt, weiß, dass du ein erdiger Typ bist. Ich hoffe, es bleibt so. Wenn, dann wirst du da auch, das hast du gemeinsam mit der Theresa natürlich einen Weg gehen, den ich da euch vorgenommen habe. Und darf dir natürlich alles Gute und nur das Beste wünschen für deine weiteren, also sprich, wir sind jetzt bei der Halbzeit angekommen, nicht, ungefähr, und für die zweite Hälfte deines Lebens. Alles Gute wünschen und viel Gesundheit und Glück natürlich. Papa, ich wünsche dir heute alles Gute zu deinem 40. Geburtstag und bleib so, lieber Papa, wie du bist und ich hab dich voll lieb und danke, dass du immer da bist für mich und vielleicht überlegst du das, dass wir uns einen kleinen Welpen erwerben oder eine zweite kurz. Tschüss! Hi Papa, also ich wünsche dir alles Gute zum 40. Geburtstag und bleib so wie du bist. Ich hab dich voll lieb und du bist der coolste Papa, den es überhaupt gibt. Und ja, feiert noch richtig gescheit. Und ja. Das ist die Mutter von der Theresa. Also, was soll ich jetzt noch sagen? Nichts Falsches auf jeden Fall. Wir sind froh, dass mein Haus und die Hofe bleibt bei uns. Deswegen sage ich ja, ich sage besser nichts. Also, danke, dass wir die Maria haben. Ja! So deppert, jetzt geht. Dreh du! Nein, ich möchte noch eins sagen, Helmut. Danke für alles. Es war so nett. Und danke, mein Papa kommt jetzt auch bei der Tür einer und sagt, danke, Papa. Du musst eins prüfen. Papa, passt ja. Nicht so warm. Nein, nicht so weit. Ja, also. Ich bin ja alter Mann, es geht ja nicht so. Das ist mein Papa. Hallo, der Willi. Das ist
der Willi. Ich bin sehr dankbar, dass ich einen Willi habe. Und ich hoffe, der Willi ist dankbar, dass er mich hat. Ja, ich freue mich mit dir. Ja, schau. Also ich bin wirklich frei. Ich bin stolz auf meine Kinder. Nein, ich möchte nur eins sagen, ich bin dankbar, dass ich euch alle habe. Weil alle einfach dazugehören und es einfach nur Spaß macht, dass wir heute da sind. Und auch der, der da hinten sitzt und das Video macht. Danke, Helmut. Ich würde heute für die Pause nicht bedanken. Ich habe massig Kohle, oder? Oder habe ich da was falsch verstanden? Oder?